Meine ersten beiden Gäste heute Abend sind Julia und Thomas Schmitz, die vorgestern um diese Zeit dieses Foto hier gemacht haben. Es entstand in dem Pariser Konzertsaal, den nur Minuten später Terroristen stürmten, um allein an diesem Ort mehr als 80 Menschen zu ermorden. Die beiden haben diesen Anschlag überlebt. Die letzten Sekunden, bevor die Attentäter den Saal stürmen, zeigt offenbar dieses Video eines anderen Besuchers. Haben Sie die Attentäter gesehen? Einen. Wir haben einen gesehen. Wir haben beide direkt vom Balkon runter gesehen. Der kam durch den Haupteingang rein. Der stand völlig gelassen da und hat einfach in die Menge geschossen. Es gibt unterschiedliche Aussagen, was die Attentäter gerufen haben. Die einen sagen, sie hätten Allah ist groß gerufen. Andere haben gesagt, das ist die Rache für Syrien, also praktisch für die Bombenangriffe der Franzosen. Haben Sie davon irgendetwas mitbekommen? Nein. Gar nicht.